Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Big Workshop hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier gerade bei der Auslieferung von Regalen. Und zack, da steigt mein Kontostand an. Wir haben 8.939 Taler auf dem Konto. Wir können bei der Forschung und Entwicklung was dazu tun. Da weiß ich aber noch nicht, was ich machen will. Da bin ich mir noch unschlüssig. Und wir haben hier immerhin zwei Aufgaben, wobei eines eine 14-einheitige Sache ist, wo die Belohnung relativ gering ist, aber wahrscheinlich recht schnell gehen würde. Und hier ist die Belohnung relativ hoch und da wird wahrscheinlich der Aufwand sehr hoch. Aber wir werden hier mal einen Plan erstellen für. Und da sehen wir schon, hier gibt es richtig was zu tun. Also richtig, richtig was zu tun. So, und hier ist dann die Frage, den Griff, kann man den aus Metall machen oder nicht? Ich würde gerne einen Metallgriff. Was ist das für ein Griff? Griff B. Griff A. Den kann ich einfach aus Holz machen. Okay. Das ganze Gesäge kann ich ja an einer und der gleichen Stelle machen. Das Geklebe möchte ich. Hätte ich eine Klebestation. Hier müsste schon wieder was assembled werden. Und dann müsste das assembelte Teil hier mit ran. Und dann sind wir jetzt erstmal ganz gut unterwegs. Okay, wir gucken mal. Wenn ich hier jetzt das Standardholz nehme und hier jetzt dann... Was für ein Holz? Ein OBS-Brett? Na, nee. Na, nee. Da wird ja auch die Front draus gemacht. OBS-Brett kannst du machen für irgendwas anderes. Nee. Ein dunkles Schubladen. Warte mal, machen wir hier eher dunkle Sachen. Dunkler Griff. Helle Schublade. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wo ist denn das ganz helle Holz? Das habe ich gar nicht, ne? So, das soll auch wieder ein dunkles Holz werden. Ah ja, gut. Das sieht man nicht. Das könnte auch eine OBS-Platte werden. Warte mal, wo war das jetzt so? Ah komm, dann machen wir das zur OBS-Platte hier. So teuer im Einkauf. Geht noch, Materialkosten gehen noch. Und hier nehmen wir dann das helle Holz wieder. Ganz normal, standardmäßig. Sehr schön, das sieht doch gut aus. Das sieht doch aus, als wenn das klappen kann. So, das heißt, wir brauchen einen geraden Schnitt. Dafür haben wir ja unsere Kreissäge. Wir brauchen einen geraden Schnitt. Na, wir haben dafür ja unsere Kreissäge. Wir brauchen einen geraden Schnitt. Dafür haben wir unsere Kreissäge. Wir brauchen einen geraden Schnitt. Dafür haben wir unsere Kreissäge. So, gut. Also die ist schon mal ausgelastet. So, dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen was zu tun an dem Teil. Was denn hier dazu kommt, dann müssen wir das Kleben gleich noch mitmachen. An dem Teil. Und dann müsste die Fertigung das machen an dem Teil. Und dann müsste das Kleben wieder stattfinden. Hier und dann kann das Assemblen stattfinden. Dort. Und dann haben wir kleine Schubladen. So. Wir müssen 4000 Dollar Löhne bezahlen, 2200 Dollar oder Goldmünzen an Material bezahlen. Das sollte gehen. Wir würden 13.000 bekommen und einen Profit von 6.000 machen. Ich glaube, das können wir so durchaus durchgehen lassen. Kleine Schubladen. Wir gucken mal, ob wir im Plan bleiben können. Mit der Zeit. Es sind jetzt alle dann voll am Arbeiten, aber es sind auch alle voll erholt und hier gibt es auch richtig schön andere Sachen. So, jetzt wird natürlich erstmal Material angebracht hier in Massen. Da könnte es schon vielleicht Lagerschwierigkeiten geben. Nee, geht noch. Doch, gibt Lagerschwierigkeiten. Moment, Moment, Moment. Pause. Wir haben Lagerschwierigkeiten. Wir müssen eine Zone vergrößern. Ich würde sagen, wir vergrößern... warte. Die Zone etwas. Und wir könnten theoretisch auch die Zone noch etwas vergrößern. Haken dran. Und dann sollte jetzt das Lagerproblem behoben sein. So. Wir werden wahrscheinlich ein Ausgangslagerproblem kriegen. Aber hier sehen wir erstmal, dass hier ordentlich gestapelt wird. Gut, jetzt wird natürlich auch hier rüber getragen. Okay, dann ist hier auch schon fleißig am Zersägen und am Machen. Also die Platten werden schon gut bearbeitet. Da müssen wir mal gucken, wie da das mit dem Lager dann aussieht. Aber hier, das Lager sollte eigentlich groß genug sein, damit es hier ein bisschen was aufnehmen kann. Gesägt werden muss ja dann nicht mehr. Die Säge ist ja dann irgendwann durch. Hier wird fleißig das Brett hergestellt. Ah, das geht auch schon gleich hier in das Lager mit rein. Sehr gut. Das ist ja das, wo die Schublade draus entsteht. So, dann gucken wir mal. Gerader Schnitt. Da wieder gemacht. Dann muss jetzt... Ah ja, hier wird jetzt weiterhin der Fußboden gemacht. Wir sind noch hinter unserem Plan hinterher. Könnte sein, dass wir da vielleicht noch Schwierigkeiten kriegen. Aber wenn die erste Schublade fertig gebaut ist und zusammengesetzt ist, dann könnte da ja richtig was losgehen.
Wir können natürlich hier jetzt auch das nochmal aufteilen. Jo, und sagen, mach mal die andere Schublade mit hier auch dran. So. Welchen Auftrag hast du jetzt? Okay, du hast hier... Keine Ahnung, ob er sich jetzt selber nach oben geschoben hat. Könnte sein. Dass er weiß, dass es so geht. Oh Gott, hier müssen wir unbedingt reparieren. Hier müssen wir reparieren. Reparatur ist geplant. Reparieren, Reparatur ist geplant. So, jetzt haben wir hier einen neuen Auftrag gekriegt oder irgendwas Neues am Markt. Das macht aber nichts weiter. Das ist schon mal ganz gut. Wir gucken jetzt erstmal. Wir sind noch ein bisschen hinterher hinter unserem Zeitplan. Wir hätten vielleicht noch eine Klebestation schon oder so vielleicht dazu, aber ich wollte es nicht riskieren, auch mit dem Geld nicht. Wenn du wenig Geld hast, solltest du Produkte aus deinem Lager verkaufen. Denk daran, dass du notfalls auch Arbeitsplätze verkaufen kannst. Yep, das habe ich verstanden. Es sollte sich jetzt aber eigentlich so herrichten, dass wir jetzt Schubladen machen ohne Ende. Und diese Schubladen quasi dann dort fertig gebaut werden. Die OBS-Platten waren ganz gut, also für das Versteckte. Die sind zwar teuer im Einkauf, aber für die Böden der Schubladen ist das genau das Richtige. Sieht man halt nicht, wenn es so gut. Wäre auch eine Rückwand zum Beispiel von dem Schrank, wäre auch gegangen. So, wir sind jetzt, wir erholen uns gerade. Wir sind ganz nah dran an dem, an unserem Plan. Dauert wirklich lange. Also wir könnten jetzt theoretisch, wir könnten hier mal gucken, wenn ich sage, ich hätte gerne noch einen Arbeiter. Der sollte hier vielleicht dann noch den einen oder anderen Schritt mehr machen, oder? Zumindest wenn die dann hier zum Kaffee trinken gehen. Sollte denn die Arbeit hier ein bisschen besser vorangehen. Und wir sind vorne. Wir haben, vor unserem Plan jetzt hier gelandet. Sehr gut. Also momentan reicht das noch, was wir hier haben an Fabrikation, um solche Aufträge umzusetzen. Und der Auftrag ist nun mal wirklich richtig, richtig fett. Ne? Also da muss man, da kannst du ja sagen, was du willst. Der Auftrag ist richtig fett. Und da kommt jetzt so richtig Kohle bei rum. Aber doch. So. Was ist jetzt hier? Hau den Gnomen. Scheinbar sind die Gnome wieder unterwegs und halten sie davon ab, über eine Fabrik Löcher und Tunnel zu graben. Wenn dir etwas Spanisch vorkommt, solltest du mal auf die Schaltfläche klicken. Hau den Gnomen. Gnome sehen vielleicht niedlich aus, sind aber für deine Arbeitsumgebung echt gefährlich. Sie graben Tunnellöcher, richten Chaos an. Du musst die verjagen oder dabei zusehen, wie deine Arbeitsstunde mit. Okay. Gut, also ich muss jetzt hier. Wie hau ich denn den Gnomen? Dann. Muss ich da jetzt draufklicken, wenn der irgendwo rauskommt? Wie hau ich denn den Gnomen? Was denn? Hä? Kapier ich das gerade? So. Kamera zu Klopfer bewegen. Ah ja. Ein von vier haben wir schon. Move den Klopfer mal hier hinten hin. Hier kommen die öfter hoch. Macht er das jetzt so? Ein Arbeiter beschäftigt sich wahrscheinlich damit. Okay. Was ist das denn für ein Blödsinn? Gott, wir müssen die Dinge wieder reparieren. Das verstehe ich noch nicht ganz, das Spiel, aber okay. Das Ding muss auch repariert werden. Irgendwo klingelt hier was. Ach, der klingelt hier und der auch. Wo ist der vierte? Da. Gut. Du hast es geschafft, cool. Okay, also ab und zu können hier irgendwo Gnome erscheinen, die denn hier dumm rumstehen. Klopfer, der Klopfer ist eine einfache, effiziente Maschine. Ein schweres Gewicht wird angehoben und dann wieder fallen gelassen, sodass der Boden bebt. Aufgeschreckt und raus. Okay. Das kann ich gerade nicht versetzen. Na gut. Okay, ich wollte eigentlich hier die Ecke stellen, damit er dann zentral in der Fabrik erstmal sitzt und wenn die dann hier irgendwo auftauchen, dass wir dann da was machen. So, sie rennt hier hinten außen rum. Naja, gut, okay. Kann passieren. So. Das hat uns jetzt natürlich hier erstmal ein bisschen zurückgeworfen. Keine Ahnung, ob ich da jetzt Geld für gekriegt habe. Nee, nicht, oder? Habe ich da jetzt Geld für gekriegt? Weiß ich gar nicht. So, was ist jetzt wieder angeliefert worden?
Ach, hau den genommen, haben sie jetzt wieder abgeholt. Achso, der wird dann abgebaut, wenn dann die Gefahr vorüber ist. Alles klar. Okay. Verstanden, verstanden, verstanden. So, wir haben neue Mitarbeiter noch eingestellt. Das ist hier vielleicht ein bisschen schneller, als es so rangehen sollte. Und wir sehen aber, dass untätige Arbeitsplätze haben wir, aber nicht untätige Mitarbeiter. Das ist was anderes. Untätige Arbeitsplätze ist natürlich klar, weil wir jetzt gerade hier nichts am Plastik machen. Und nichts mit dem Plastik machen. Aber es ist schon mal interessant. Also hier zersägt werden muss hier noch jede Menge. Ne? Also hier liegt noch einiges. Einiges im Lager, was die hier zersägen muss. Also da hat es immer gut zu tun. Aber es scheint sehr gut gemanagt zu werden. Also dieses Micromanagement, das ist ganz kleine Micromanagement. Was man sicherlich auch noch optimieren kann und wo man bestimmt auch noch ein paar Punkte mit dran verbessern kann. Ist jetzt hier nicht so wichtig. Also dass man vielleicht eventuell die Arbeitsschritte zeitlich auch noch ein bisschen besser plant. Ne? Man sagt, das Gerät macht jetzt das oder sowas. Momentan sägen die halt eben on demand die Bretter durch, die sie wirklich braucht anscheinend. Oder es lag halt wirklich an der Reihenfolge, na gut, das kann natürlich sein, an der Reihenfolge, in der ich die Aufträge dort gegeben habe. Dass sie dann natürlich deswegen jetzt genau das auch versägt, was sie braucht. Ich gesagt, zersäg erstmal das und dann brauchst du das und so weiter, ne? So, aber hier, die Arbeit geht hier wunderbar voran. Hier ist der nächste Markt, der nächste Markttag ist rum. Oh, hier wollen schon wieder solche Dinger gebaut werden. 15 Einheiten, 8 Tage. Das kennen wir ja eigentlich schon. Also das, den Plan können wir auf jeden Fall nochmal machen. Das 15 Einheiten in 2 Tagen haben wir jetzt gerade nicht. Na, da müssen wir mal gucken. Also das Gute ist, wir kriegen jetzt dann dauernd Aufträge auch von dort rein. Und diese Direktvermarktung bringt uns natürlich mehr Geld ein. Und was haben wir hier? Sind wir jetzt hier eine Position aufgestiegen? Wir sind Position 23. Oh, 65.000 haben wir schon mal. Naja, was soll's. So, das habe ich immer noch nicht gemerkt, welche Position ich da vorher war. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier diese ganzen Sachen durchgebaut kriegen. Hier liegen natürlich jetzt jede Menge Materialien rum, die jetzt demnächst eigentlich bei dem Zusammenbau der... Ah, da müssen wir die Griffe noch machen. Jetzt müssen wir schon wieder reparieren hier. Das ist wirklich fürchterlich. Gibt es da irgendwas, womit man die Reparatur, sagen wir mal... automatisieren kann oder da irgendwie die Haltbarkeit dieser Werkzeuge ein bisschen verbessern. Also diese Maschine, die hält ja doch eine ganze Weile länger aus hier. Ja, vielleicht ist das doch einfach so, ne, dass die Maschine noch länger hält. Was ist denn jetzt wieder los? Vielleicht könntest du irgendjemanden Konkurrenz machen, wenn du endlich ein paar Arbeiter einstellst. Ja, okay. Graf Zahl war da. Ich habe Arbeiter eingestellt. Ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein Tipp oder ein Hinweis. Wie sieht's aus hier im Plan? Wir sind aber noch im Plan und deswegen ist das ja ganz gut. Also, es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht im Plan wären. Interessant ist, dass hier immer noch nicht Reparatur geplant ist. Was erwarten die Holzstangen? 20 cm. Wir erwarten jetzt irgendein Produkt, was ich irgendwie nicht habe. Da ist irgendwas, ist da schief. Holzstange. Auswahl. Warteschlange ist jetzt Griff. Holzstange. Kann ich das irgendwie priorisieren? Moment. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Genau, jetzt haben wir genau das Problem, was im Plan falsch läuft. Griff A. Holzstange. 20 cm. Ja, wo wird denn die Holzstange hergestellt? Wird die hier hergestellt? Brett, Auswahl, Holzstange. Wir müssen das mal ganz kurz hier. Kann ich das jetzt so priorisieren hier? So, machen wir Holzstangen. Das ist wichtiger. Weil sonst können die anderen da nicht arbeiten. Oh, jetzt haben wir Holzstangen. Das hat uns jetzt ein bisschen zurückgeworfen. Okay, das haben wir nicht. Das, und da ist es wieder. Das haben wir nicht richtig geplant. So, jetzt muss auch noch repariert werden. Oh, jetzt sind wir wieder weiter hinterher. Oh, jetzt wird's kritisch. Investieren kann ich auch nichts mehr. Ich habe jetzt kein Geld mehr, um noch irgendwas zu kaufen. Ich brauche alles an Holzstangen, was sie braucht, ne, für die Griffe. So, jetzt können sie kein Lager für die Griffe, oder was? Da glaube ich auch nicht. So, jetzt geht's aber los hier. So. Der schmeißt jetzt mal darüber, okay.
Wir werden mal die Zone hier noch ein bisschen erweitern. So, und dann können wir die Zone noch ein bisschen erweitern hier. So, jetzt kannst du überlagern. So, jetzt sind wir immer noch da weiter. Du bist fast bankrott. Oh je, je, je. Wie gesagt, jetzt geht's echt mit dem Geld runter. Oha. Und dann den Auftrag nicht zu 100% erfüllen. Uiuiuiuiui. So, die Säge, die muss auch mal irgendwann repariert werden hier. Da kann erstmal noch einer ran. Das nervt mich, dass es das da so komisch schnurrt und macht. So, wir sind hinter unserem Auftragsvolumen. Das ist ungünstig. Keine Arbeitsplätze verkaufen. Ich glaube, das muss ich auch tun. Der muss jetzt mal weg. So, weil wieder ein bisschen mehr Geld da drin ist. In der Kasse. Oh Gott, jetzt sieht es echt schon wieder schlecht aus. Habe ich mich übernommen mit dem Auftrag? Habe ich da einfach mich übernommen? Also ist der Auftrag, den wir mal nicht erfüllt kriegen. Das ist einfach zu groß hier rot. Da haben wir zu lange haben wir hier gewartet an der Stelle oder gebraucht an der Stelle. Aber wir werden nicht bankrott gehen, hoffe ich nicht. Also wir werden bloß ein bisschen Ruf verlieren. Aber Kohle werden wir doch hauptsächlich hoffentlich genügend kriegen. Also 7 Schubladen haben wir schon mal fertig. Schon mal die Hälfte. Oder knapp die Hälfte. Oder 7 ganze Schränke sind sogar fertig. So, der macht Schubladen. So, dann hat er die Schubladen. Dann hat er hier einen Schrank fertig. Sind 8 fertig jetzt. Dauert zu lange hier. So, das dauert eindeutig zu lange. Wir schaffen es nicht. Wir haben nur noch 5 Stunden. Wir kriegen noch einen 9. Schrank vielleicht. Aber da brauchen wir sehr viel Glück zu. Gehirnwürmer haben wir jetzt. Was ist denn nur wieder? Was haben wir denn jetzt mit Gehirnwürmern? Ah, nee. Das brauche ich nicht. Deine Arbeit erscheint von einem merkwürdigen Parasiten befallen, sondern sieh zu, dass du sie loswirst. So. Wer hat denn jetzt hier einen Gehirnwurm? Oh, da hat es doch einen gefunden. Du nicht? Du auch nicht? Du auch nicht, aber hier liegt doch so ein Zeug rum. Okay. Weiß nicht, woran man das erkennt, dass die Gehirnwürmer haben, aber sie hatten Gehirnwürmer. Und wir kriegen nur 8 fertig. Der 9. wird nicht fertig werden. Ja. Okay, aber wir haben 8600 an Kohle noch. Das geht. Sie sind natürlich nicht begeistert. Wir haben keine EPs dafür gekriegt, haben bloß die 7000 gekriegt. Haben jetzt aber leider Gottes so eine Schublade im Lager. Mist. Jetzt haben wir die Schubladen im Lager und werden sie hier am Markt nicht los. Und hier, Ikea sagt jetzt auch, er will gar keine Schubladen von mir haben. So, doch, hier sind aber ein paar. Okay, Markt ist leer, aber hier sind ein paar doch. Wir können die loswerden, wenn die bei uns dann im Regal oder im Lager stehen. Okay, gucken wir mal, ob sie die noch fertig bauen jetzt hier. Da müsste ja jetzt ein bisschen was gehen, oder nicht? Also das hat wirklich an der Montage gezählt oder gehadert. Wir haben jetzt so 4 Leute, die nichts machen. Warum machen die nichts? Weil die jetzt nur Schubladen machen oder wie? Immer nur Schubladen. Der Tastschublade. Und hier ist der Tast. Achso. Den Tastschubladen habe ich nicht geteilt. Warte mal, ich schieb das mal darauf. Dann macht hier auch einer Schränke. Da sind sie auch wieder alle unterwegs. Einmal hier mit mal. Tun sie auch alle wieder ein bisschen was. Verdammt, das war ungünstig. So, wir müssten jetzt welche am Markt haben. Also theoretisch müsste ich hier, wenn ich jetzt am Markt gucke, bei Schubladen, werde ich Produkte für dieses Produkt planen. Nee. Wo habe ich denn? Wie könnte ich denn? Ich habe die ja jetzt im Lager. So. Ich habe da ja jetzt welche Angebote zeigen. So, machen wir fertig. So. Hey, wir warten, bis die fertig sind hier. Das muss ich jetzt noch rausfinden. Also ich habe von ihr jetzt hier denn ein paar Stück im Lager rumstehen. So. Kein Marktangebot laufen. Muss die verschrotten? Will ich aber nicht. Moment, Pause. So. Keine richtige Pause, das finde ich aber auch schwierig. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, was ist hier los?
Achso, das Lager, das weiß jetzt nicht, zu welchem Gerät das gehört. Okay. Hier sind 7 von den Dingern drin. Okay. Jetzt gucken wir mal. Markt, Schubladen. Okay, die brauchen eine andere Qualität. Alles klar, okay. Mhm. Die brauchen eine andere Qualität. So, wir müssen uns irgendwas rausfinden, womit wir jetzt so schnell gut Geld verdienen. Also wir werden jetzt hier mal eine Aufgabe uns raussuchen, die 14 Einheiten in 2 Tanks herstellen. Das nehmen wir mal an. Für die ganze Belohnung musst du alle Produkte innerhalb der Zeit erstellen. Du musst es gut planen. Produkt planen. Hier wird natürlich unsere Kreissäge mit beschäftigt sein. Hier werden wir eigentlich die Regale wollte ich hier, oder? Ja, die müssten es eigentlich sein. Warum kriegen wir es qualitätstechnisch nicht hin? Geht uns da? Was ist denn jetzt wieder los? Das kriegen wir arbeitstechnisch vom Stil her nicht qualitätstechnisch so hin, wie es sein soll. Bitte, warum das denn? Jetzt fehlen uns die wahrscheinlich die Gerätschaften dazu, die das schön machen können. Wieso kriege ich den Stil nicht hin? Hier ist eine falsche Regalstütze. Ah, mit der Regalstütze kommen wir schon mal in die Nähe, okay. Holzstange gebogen. Na gut. Okay, dann haben wir wesentlich mehr Arbeitsschritte anscheinend. Okay. Komisch. So, gerader Schnitt. Machst du. Holz biegen. Machst du. Zusammensetzen. Machst du. Und gerader Schnitt. Machst du. Und zusammensetzen. Machst du. Ab dafür. So, Auftrag steht. 14 Stück sollen wir fertig kriegen. Hoffentlich kriegen wir das diesmal hin. Das ist natürlich auch wirklich schade, dass wir die Lackierstation jetzt so verkaufen mussten, aber es war mir... Ach, das ist so ekelhaft. Jetzt, wir haben jetzt hier so diese Schränke drin stehen und wir können die nur in den Müll schmeißen. Theoretisch, ne? Also, man kann die da jetzt stehen lassen, aber ich kriege sie nicht mehr verkauft. Das ist etwas, was mir nicht gefällt. Naja gut, okay. Ist halt so. Haben wir halt da mal Mist gemacht. Gut, den Auftrag konnten wir nicht bestehen, weil wir entweder zu wenig Arbeiter hatten oder... Naja gut, wir haben eigentlich immer den Fehler gehabt bei der Säge, dass das nicht dieses Micromanager, wovon ich gerade vorher noch geredet habe, dass sie das ganz gut eigentlich selber managen, dass das halt nicht geklappt hat so schön, wie es eigentlich klappen sollte oder könnte. Und das war natürlich sehr, sehr, sehr schade. Das war wirklich sehr, 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 sehr schade. Aber gut, es war leider so und hat sich dann da leider so hingezogen. Und dann hat eine Weile Material gefehlt und ich habe es nicht rechtzeitig erkannt und hatte dadurch das Problem, dass dann meine Produktion halt es nicht geschafft hat, es wieder auszubügeln. Wir hätten es eh nicht geschafft, aber wir hätten vielleicht 6, 7 Schränke oder na, sagen wir mal 3 Schränke mehr hätten wir auf jeden Fall geschafft, wenn ich das rechtzeitig gesehen hätte. Und hätte uns vielleicht eventuell an der Stelle noch ein bisschen Geld gebracht. Schade. Schade, vielleicht sollte ich auch mehr Lagerproduktion machen, also dass wir dann doch wirklich am Markt gucken, was wir brauchen, da 15 Stück von machen, schnell mal her produziert. Da haben wir keinen Zeitdruck, da haben wir dann auch eine gute Abnahmequote, Entschuldigung. Die müssen wir mal reparieren. Das Ding muss auch mal repariert werden. So. Sehr schön.
Aber der Auftrag, der könnte wieder durchgehen. Also wir müssen uns da wirklich dran halten, dass wir erstmal die kleinen Aufträge machen wahrscheinlich. Und die großen, das kriegen wir nicht hin. Also das mit den Schränken, das sind zu viele Arbeitsschritte. Da haben wir einfach die Maschine nicht für. Das ist so hart, wie es klingt. Wir haben da die Maschine nicht für. Und die Maschinenleistung einfach nicht für. Wenn wir eine Klebestation hätten, gehabt hätten an der Stelle, dann wäre es wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich so gewesen, dass dort die Möglichkeit bestanden hätte, die Zeit an der Stelle rauszuholen, dass es da schneller produziert wird. Alles solche Sachen. Ne? Und dass man das nicht alles dann an der Hauptstation machen muss. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir da vielleicht eventuell dann doch ein bisschen was investieren. Aber wie ihr seht, so viel Geld habe ich ja gar nicht, um das zu investieren. Das ist ganz schön tricky. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das Spiel so tricky denn dann doch ist. Also, dass man da wirklich so aufpassen muss. Wir haben hier einen riesen Raum angebaut, der ist einfach zu groß geplant, muss man jetzt dazu sagen. Also da hätten wir Geld sparen können, hätten wir da bloß die Hälfte ausgegeben, wäre auch gut gewesen. So, jetzt ist wieder einer umgefallen, weil er nicht mehr genug Kaffee kriegte. Wo ist der denn hingefallen? Wo liegt sie denn? Wo schläft sie denn? Ach, da liegt sie rum. Eieieiei, naja, gut, okay. Dann lass sie mal schlafen, das wird sie auch noch hinkriegen und das wird sie auch überleben mit unseren Mitarbeitern. Das geht erstmal schon mal ganz gut. Wir haben auch keine Spezialisierung noch nicht gemacht, da sollten wir vielleicht nochmal reingucken und wir sollten vielleicht nochmal in die Forschung reingucken, damit wir so ein bisschen was besser machen können. Ich will mit dem positiven Gefühl auf jeden Fall diese Folge beenden, dass wir hier den Auftrag fertig haben und das kleine Regal fertig gebaut haben und wir das alles abliefern können. Da, naja, jetzt baut es auch. So, liefern. Mit dem positiven Gefühl möchte ich gerne die Folge beenden. Das war eine Runde von Little Big Factory, Factory ist ja schon, Workshop, hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen. Und irgendwie komme ich mit der GUV-Rechnung nicht ganz klar. Ich glaube, da ist auch irgendwas nicht ganz im Argen. Wir sollten vielleicht mal Wirtschaft und Statistik angucken. Also wir haben durchaus sehr häufig Minus, also ich glaube nicht, dass wir jetzt so viel Gewinn machen, wie an dich erwartet. Na gut, okay. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zack, jetzt wurde uns Geld überwiesen und wir haben jetzt bloß noch 4.000 und vor dem Auftrag hatten wir 8.000. Oder 7.000. Moment. Wir haben zwar ordentlich Erfahrung erhalten, aber ernsthaft? Wir haben jetzt keinen Gewinn gemacht? Mit dem Auftrag? Runder Tisch. Wir haben keinen Gewinn gemacht mit dem Auftrag. Was ist das denn für ein Blödsinn? Das gefällt mir ja gar nicht. So, das Regal wird jetzt sehr, sehr gerne genommen. Das Regal nicht mehr so. Das wird sehr gerne genommen. Dann produzieren wir jetzt einfach mal davon welche. Das Ganze machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.